Das hat Holz. Ganz cooles Holz. Rauchig. Ein bisschen nasser Stein. Frucht eher im Hintergrund. Ich assoziiere jetzt mit dem Holz natürlich direkt auch einen Wein, der Stoff hat, der Kraft hat, der Dichte und Länge hat, aber schauen wir mal. Ja, schmelzig. Schmelzig, cremig. Kein Wein für mich, um eigentlich solo zu trinken. Mich hat aber gerade irgendwie interessiert, was hinten rauskommt. Steht schön dicht auf der Zunge. Ist gut. Schöner Essensbegleiter. Ja, eher für ein bisschen kühlere Temperaturen, bisschen kräftigeres Essen. Lecker. So, wir machen weiter mit einer weiteren Weißwein-Cuvée vom Weingut Wasem. Nennt sich Einzylinder und ist ein kleiner Traktor drauf. Finde ich sehr süß. Trockene Weißwein-Cuvée aus drei Burgundern: Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay. Schöne Kombination. Ich halte das Glas gerade ein bisschen doof. So, probieren wir mal. Wieder zu Jahrgang 2016. Scheinbar gibt es hier bei Geile Weine viele Cuvées mit Jahrgang 2016. Ja, also von der Farbe her sieht man schon, ist nochmal was ganz anderes. Seht ihr jetzt vielleicht, glaube ich, nicht, aber geht in so eine goldgelbe Richtung. Von der Farbe her erkennt man schon ganz leicht, dass es vielleicht ein bisschen was Gereifteres sein könnte. Oder eben das, also interpretiere ich es immer mit einem Burgunder einfach. Also hätte jetzt im Glas direkt auf Chardonnay geschätzt eben auch. Und vom Geruch, finde ich, kommt der auch am deutlichsten rüber. Wir haben so eine leichte Honignote, so einen Akazienhonig auf jeden Fall mit dabei. Ja, volle Lotte, also so cremig, schmelzig. Also man riecht schon, dass der gleich wahnsinnig opulent werden könnte. Love it. Sehr gut. Sehr lecker. Das ist zwar ausladend und kräftig, auf jeden Fall, aber ich liebe das. Ich fahre da voll drauf ab und unbedingt schlucken. Unbedingt. Cheers, sehr gut. Da ist ein Traktor drauf. Einzylinder. Ich glaube, das ist eigentlich ist sehr cool, so einen Achtzylinder zu haben, aber beim Wein ist es vielleicht irgendwie anders. Ich weiß es nicht, oder bei Treckern, keine Ahnung. Aber den probiere ich mal. Oh, das ist überhaupt nicht mein Fall. Der riecht schon so nach Bauernhof. Boah. Sorry, ich bleib bei den 8 Zylinder.